Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2. So, wir machen in der heutigen Folge ein bisschen Nebenquests, würde ich sagen, und eine habe ich schon erledigt. Und zwar hatte ich da mit der Wes gesprochen und die wollte irgendwelche Zutaten und die habe ich jetzt alle schon eingesammelt. Und da schauen wir doch mal, was sie jetzt zu erzählen hat. Die müsste gleich hier vorne stehen, genau. Ich mache aber mal das Bildmachgerät an. Servus Leute! So, jetzt schauen wir mal, was sie zu erzählen hat. Die gute Wes. Hier, bitteschön. War gar nicht so leicht zu kriegen, was, Pyra? Oh, danke. Habt ihr alles bekommen? Das war sicher ein ganz schöner Aufwand. Ja, das meiste hatte ich ja schon. Ach was, das passt schon. Nein, wirklich, vielen Dank. Ein bisschen leiser machen, ist so laut auf die Ohren. So. Kann ich euch im Gegenzug zum Essen einladen? Auch wenn das ein bescheidener Lohn für eure Mühen ist. Vielen Dank. Ich wohne auf der anderen Seite des Windmühlenplatzes. Versprecht mir, dass ihr vorbeikommt. Okay, suche Westhaus und Windmühlenplatz in Gormut auf. Das machen wir doch jetzt mal. Kann ja nicht so weit weg sein, die Gute. Über uns. Finden wir einen Platz? Ist die hier? Ah, das könnte es sein, oder? Ja, das könnte es sein. Wenn es eine Ebene höher ist, dann müsste es eigentlich das sein. So, da ist er schon. Oh, hallo. Ein Besucher? Ja, sie waren so lieb, mir bei meinen Einkäufen zu helfen. Deshalb habe ich sie eingeladen, mit uns zu essen. Oh, dann seid ihr natürlich willkommen. In guter Gesellschaft schmeckt es sowieso besser. Das hier ist Marbon, mein Meister. Leider hat seine Krankheit ihm etwas mitgenommen, aber früher war er einer der stärksten Meister hier. Nun hat er sich zurückgezogen und verbringt hier seinen Lebensabend. Es scheint glücklich. Ja, sieht aus, als würden sie sich prima verstehen. Ich muss mich um das Essen kümmern. Bitte habt noch wenig Geduld, ja? Wir können auch gerne helfen. Oh, wirklich? In dem Fall könntet ihr etwas Feuerholz besorgen. Feuerholz wird gemacht. Wir kriegen unser Holz immer von Dwart von Holzhandel Seatz. Nur Seitz. Sprecht einfach mit ihm. Vielen Dank schon mal. Ich glaube, den haben wir eh schon mal geholfen. Okay. Der müsste eigentlich hier vorne links irgendwo rumgurken. Genau, hier vorne müsste er eigentlich stehen. Also die Sache ist die... Ach, Wes hat euch Feuerholz holen geschickt? Schade, dann werde ich sie heute wohl nicht persönlich sehen. Hm. Ah, entschuldigt. Ihr könnt euch vom Abfallholzstapel bedienen. Großes Danke, Pon. Übrigens, wie geht's dem alten Marbon? Immer noch gesund und munter? Ja, das hört man gern. Marbon hat uns früher oft geholfen, wenn es irgendein Problem gab. Er stammt aus Mor Aydin, aber Torilgut hat ihm so gut gefallen, dass er sich hier niedergelassen hat. Bis vor kurzem hat er noch Gormoti Meistern Unterricht gegeben. Aber das ging wohl irgendwann körperlich nicht mehr. Tja, gegen das Alter ist eben kein Kraut gewachsen. Aber ihr seid ja gar nicht hier, um euch von mir lange Reden anzuhören. Bringt Wes besser schnell ihr Feuerholz. Okay, müsst ihr irgendwo so ein... Gormut Holz. Sehr schön. Dann bringen wir das doch mal zu Wes und schauen wir mal, was er uns Schönes kocht.
We're back again. Just waltz in unannounced, why don't you? Oh, sorry. It's just that Vess asked us to fetch some firewood. Oh, she did she? Well, good on you, kids. You can leave it over there for now. Hey, what was that you were up to just now? Huh? What was what? Well, it seemed as if you had swallowed something in your surprise. Nothing gets past you lot, does it? I happen to be eating an Orion delicacy. Chocolate, they call it. Chocolate? Is it tasty? Oh, you have no idea. Creamy sweetness with a note of bitter almonds intermingling in perfect harmony. One bite of the stuff, and you'll never go back. It sounds so tasty. Tora already losing mouthwater. Tora, want to try it? Dear, oh dear. Mabon, how old are you? Eating chocolate in secret again like a naughty schoolchild? Vess, no. It's not what you think. I don't think so. How many times have I told you? You mustn't eat it all at once. Well, you see, the thing is, I... You know, that Vess has got quite a presence sometimes, doesn't she? You can say that again. I'd hate to get to the bad side. You can't eat so much of this stuff, or your health is going to suffer. I'll take these, thank you very much. Oh, but... But... There's no use looking at me like that. I'm not falling for your tricks ever again. Spoil sport. Now, come on. Don't be like that. Whatever will our guests think? Come, everyone. Dinner is served. Are these... dumplings? They're indeed dumplings. Isn't there anything else? Where is rest of food? I'm afraid that's all there is. So we've been dumped with nothing but dumplings. Correct. Just dumplings tonight. After all, they are my specialty. You should try them. They're delish, really. Second best thing I ever tasted. Only second best? Yeah, first one being chocolate, by a mile. Oh, do give it a rest, Mabon. It's bad manners. Ah, please feel free to tuck in. Help yourselves. This delicious! Listen to Tora. It's not half bad. It's seasoned with just enough salt. Sansa war rein, du. Sag mal, könnt ihr mir nicht unauffällig etwas Bitterschokolade besorgen? Wenn ich Vess danach frage, kriege ich von ihr immer nur eine Standpauke zu hören. Sie gesteht mir nur alle Jubeljahre eine Packung zu. Du bist ja ganz schön durchtrieben, alter Mann. Aber schon gut, wir kaufen dir welche. Gutes Mädchen. Ach ja, bring doch außer der Bitterschokolade auch noch einen Reiskuchen mit Obst mit. Ja? Und wo kriegen wir das Zeug? Schokolade gibt's in Fonsa Mima zu kaufen, okay? Reiskuchen mit Obst bekommt man in letzter Zeit kaum noch. Früher gab's die in Gormut und Argentum überall. Naja, vielleicht kommt der Trend ja zurück, wenn sich die Handelsbeziehungen verbessern. Alles klar, wir werden sehen, was sich machen lässt. Danke, ich verlasse mich auf euch.
Besorgen von Sumima in Uiraya Bitterschokolade. Schauen wir doch mal, ob wir hier was finden. Nah, long journeys make Tora tired. What will we find? Bitte schon, jetzt müsste irgendwie so ein Kuchenhändler sein, denke ich mir. Irgendwo muss das Kuchenzeichen sein. Und da schauen wir doch mal. Hier was finden. Da ist der Kuchenhändler. Hier hat er gar nichts. Okay, der hat also nichts. Gut. Dann schauen wir doch mal hier runter. Zur Futterstube. Okay, der hat auch nichts. Gibt es das hier überhaupt schon zu kaufen oder müssen wir in der Quest weiter voranschreiten? Aber jetzt zeigt mir eigentlich hier hoch. Dann ist es ein anderer Händler. Naschwagen, wie ist denn das denn? Kaufen Bitterschokolade. Drei Stück brauchen wir da. Komm, wir kaufen gleich mal fünf Stück. Okay, dann hätten wir das. Sehr schön. Und dann brauchen wir noch einmal, fördere die Entwicklung vom Agentum. Schließe den Auftrag lang erwarteter Roman ab. Kaufe Reisekuchen mit Obst. Agentum. Okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Aber ich denke mir, dass wir da doch bestimmt noch eine Quest erledigen müssen. Ob wir die jetzt machen können oder nicht, schauen wir jetzt. Das war Slog. Die Entwicklung von Agentum. Schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Quest bekommen. Kann natürlich auch sein, dass es jetzt noch nicht funktioniert. Wir sprechen aber trotzdem mal hier alle an. Und dann werden wir schon sehen. Reisekuchen mit Obst. Okay. Sehr schön, dann hätten wir das schon abgeschlossen. Dann zurück nach Gormut.
Let's rest a spell. So? When did it get so late? Oh, and I've started glowing. I'm a bit self-conscious. Isn't it? Wir müssen doch eigentlich hier irgendwo rumstehen, oder? Gib Mama Windbinde in Wormwood. Windmühlenplatz. Können wir in das Haus rein? Okay, hier ist nichts. Okay, machen wir anders. Wie wollen wir die Zeit verstellen? Vielleicht schläft er ja schon. Ah, jetzt ist er da. Alles klar. Hier, bitte. Oh, Bitterschokolade. Ich danke euch vielmals. Habt ihr West den Reiskuchen gegeben? Die wird sich sicher freuen. Okay, wo ist West? Ach, das erinnert mich an meine Kindheit. Ich habe sie früher geliebt. In letzter Zeit habe ich kaum noch welche gegessen. Aber woher wusstet ihr, wie sehr ich Reiskuchen mit Obst liebe? Also die Sache ist so. Ach, von Marbon. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Marbon hat euch gebeten, Schokolade für ihn zu kaufen, oder? Wusste ich's doch. Und ihr dachte, ihr könntet das von mir geheim halten? So langsam reicht es. Ich werde ihm tüchtig die Leviten lesen müssen. Okay, jetzt müssen wir mit ihm reden. Wahrscheinlich Vorwarnung. Wir haben mir den Reisebuch mit Obst gegeben. Wes wollte Marbon zum Dank später Leviten vorlesen. Sie schienen sich jedenfalls sehr zu freuen. Vorher kann aber auch nichts geheim halten. Da kann ich mich schon mal auf was gefasst machen. Hust. Alles in Ordnung? Tora muss schnell festrufen. Ich will nicht, dass Wes sich Sorgen macht. Könnt ihr mir bitte nichts davon sagen? Aber keine Sorge, ich bin hart in ihm. Ach. Apropos, kann ich euch noch mal einen Gefallen bitten? Sollen wir los und dir Medizin besorgen? Nein, hört doch erstmal zu. Es war vor 30 Jahren. Damals war ich noch im aktiven Dienst. Wes und ich haben damals ein paar von goldenen Handschuhen gefunden. Handschuhe aus Gold? Wow. Ja, ein ziemlich wertvoller Schatz. Aber wir haben damals nicht am Hungertuch genagt, deshalb haben wir sie nicht verkauft, sondern versteckt. Da hängen viele Erinnerungen dran. Würdet ihr sie für mich ausgraben? Okay, können wir machen. Wo habt ihr sie denn versteckt? In Lehen des Vergessens im Moor Aydin. Oh, okay, da bin ich noch nicht. Wes meint allerdings... Ja, was meine ich? Wenn man vom Teufel spricht, ich habe Rex gebeten, die Handschuhe zu holen, die wir vergraben haben. Das war auch im Lehen des Vergessens im Moor Aydin, oder? Nein, ich glaube, du verwechselst da was. Die haben wir doch in den Ruinen des Perla-Parks in Moraya vergraben. Bist du sicher? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Das war ganz sicher in Moraya. Wahrscheinlich war es wieder nicht in Moraya. Ach, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Könnt ihr die an beiden Orten suchen? Na toll. So wichtig können euch die Dinger ja nicht gewesen sein, wenn ihr euch nicht mehr richtig dran erinnert. Naja, was soll's. Dann klappern wir halt schnell beide Orte ab.
Ach doch, wir haben es sogar schon. Aber keine untere Ebene. Okay, so weit sind wir noch nicht. Eine Ruine des Perla-Parks. Okay, schauen wir da mal. Ruine des Perla-Parks. Okay. Dann reisen wir mal hier hin. Let's rest a spell. So, shall we? Hä? War die Treppe nicht kaputt? Wie komme ich jetzt hierher? Okay. Ja, okay, dann gehen wir noch mal da runter. Da wollte ich eh schon mal runterschauen. Das schauen wir uns doch gleich mal an jetzt. Genau da wollte ich mal rein, da unten. Aber wir entfernen uns immer weiter. Das ist die Höhe ungefähr, oder? Dort unten. Na, hier kommt man schon runter. Na komm, wir gehen hier einfach mal runter. Okay, sind wir richtig. Treasure acquired. Wahrscheinlich geht die jetzt nicht auf, wenn mir irgendwas fehlt. Treasure acquired. Goldener Handschuh. Nice. Ach so. Jetzt müsste ich natürlich noch Moradin. Da bin ich eigentlich noch gar nicht so weit. Okay. Stronger. I feel I can go far. Können wir hier nicht irgendwas erledigen? Megalanze. Ich glaube, wir haben keinen mit einer Me. Ah, doch, da haben wir sogar einen. Dann schicken wir den noch gleich los. Just you wait. I'll get it done. I don't expect any difficulty. Just show me the way. So, jetzt wollte ich aber mal da runterschauen.
Wahrscheinlich sind da gleich extrem hohe Monster. Aber dann wird schon helfen, wenn ich hier einen Portpunkt hätte. Das wäre natürlich auch nice. Jetzt werden wir wahrscheinlich Ach, können wir gar nichts machen, oder was? Okay. Ich scheint bloß in eine Instanz zu gehen oder so. Schauen wir, was wir da brauchen. Boah, das haben wir ja niemals. Okay. Das haben wir noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Moor Aydin. Gehen wir nochmal hier hin. So viel haben wir ja noch nicht gesehen davon. Let's rest a spell. So, shall we? Lang. Ich schon zu sein, ne? Da kommen wir nicht lang. Hier werde ich durchkommen. Abgeschlossen, okay. Da brauche ich schon noch einen Schlüssel oder so. Diese Richtung sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Komm out, komm out! Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie in die Richtung kommen. What have we here? Zeigt mir eigentlich nach unten an. Aber da fahre ich glaube ich nur hoch, oder? So, nach oben geht's hier nach unten. Die aktivieren einfach mal. Nein, geht's nur nach oben. Zwar ziemlich weit nach oben. Da gibt es auf jeden Fall Quests. Hey, look what I found. Und wir haben einen neuen Reisepunkt gefunden. Wir speichern aber jetzt auf jeden Fall mal. Und ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut. Ist, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei bist und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. So, jetzt aber genug gesammelt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Andi.